Hi und herzlich willkommen zurück zu Dennis Kitchen. Heute werden wir uns mit einem etwas leichteren Gericht beschäftigen. Ich hatte ja am Anfang der Video schon gesagt, dass es hier nicht darum geht, jetzt exorbitant große Dinge immer herzustellen, sondern wir brauchen eine Küche, die lecker schmeckt, die schnell geht, die man auch abends schnell mal, wenn man nach Hause kommt, fertig machen kann. Und deswegen gibt es heute einen leckeren Hackfleisch-Nudelauflauf. Und wie wir das Ganze ein bisschen verfeinern und wie wir das auch relativ zügig und schnell hinbekommen, das zeige ich euch jetzt. Wir legen los mit Nudeln kochen. Wie eben schon gesagt, fangen wir mit den Nudeln an. Das heißt, einfach mal wieder den typischen Topf voll Wasser rein. Und logischerweise zum Kochen bringen, dann kommen die Nudeln rein, je nachdem was ihr nehmt. Ich nehme Fusilli, 10 bis 12 Minuten kochen, so dass sie noch ein wenig al dente sind, weil wir wollen sie ja später noch in den Backofen geben und starten dann sofort mit den Zwiebeln und dem Knoblauch. Im nächsten Step braten wir jetzt bzw. glasenig werden die Zwiebeln angeschwitzt, dann kommt der Knoblauch dazu bzw. das Hackfleisch und das Ganze wird ein bisschen gewürzt, das im nächsten Step. Wie ihr sehen könnt, habe ich alles schon ein bisschen vorbereitet, die Pfanne steht. Wir fangen an, natürlich ein bisschen Olivenöl oder normales Sonnenblumenöl oder was auch immer ihr für ein Öl mögt, rein erhitzen. Als erstes fangen wir an mit den Zwiebeln. Das Hackfleisch dazu. Gehen wir da ein bisschen mit der Hitze hoch, da wir jetzt favorisierend eher das Hackfleisch haben. Ihr seht ja schon, die Farbe hat sich verändert. Im nächsten Step kommt jetzt das Rama-Creme Finet dazu und die Gemüsebrühe. Wir müssen es natürlich noch abschmecken. Und da können wir wirklich die ganze Flasche reinkippen. Dann habe ich hier noch so eine kleine, was sind es, 200 Milliliter Gemüsefond. Die nehmen wir auch dazu. So.
4, 5 Minuten drin. Da würde ich jetzt sagen, dann gehen wir nochmal auf 6. So, das können wir jetzt abschmecken. Wir packen ein bisschen Oregano rein. Ein wenig Pfeffer. So, Salz habe ich jetzt extra noch keins dran. Weil wir ja Gemüsebrühe drin haben. Und die gibt natürlich auch noch ein bisschen Geschmack, deswegen das Salz später. So, Oregano darf schon nicht mehr dran, das hat schon gereicht. Pfeffer ist definitiv auch genug dran. Kann ruhig ein bisschen überwürzt sein, weil die Nudeln geben ja auch noch mal ein bisschen was weg. Und das ist soweit fertig. Können wir ausmachen. Den Backofen können wir schon mal auf 180 Grad oben vorheizen. Dann braucht das gleich auch nicht so lange. Wie ihr seht, ist es bis jetzt hier einfach nur eine kurze Zeit, wo ihr ein bisschen warten müsst. Ansonsten ist das eigentlich eine relativ schnelle Sache. Also, wie gesagt, Nudeln noch fertig kochen lassen. Die können ruhig ein bisschen bissfest sein, wenn die fertig sind. Und dann gehen wir gleich schon ans Anrichten. Ihr könnt sehen, ich habe schon alles vorbereitet. Nudeln sind abgegossen. Ich habe hier zwei kleine Auflaufformen. Ihr könnt auch eine große machen, wenn ihr ein bisschen mehr macht. Hier das Ganze ist auch soweit fertig. Und ich habe hier hinten noch den Käse. Wie gesagt, alles laktosefrei, glutenfrei. Könnt ihr natürlich auch mit einem anderen Produkt machen. Das ist kein Problem. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir es vorsichtig ein wenig unterheben. Ich hoffe, das gelingt mir hier, damit wir alles so ein bisschen benetzt bekommen. Ich muss bei den glutenfreien Nudeln immer ein bisschen aufpassen, weil die so schnell kaputt gehen. Jetzt kommt noch der Käse drauf. Und jetzt geht das Ganze in den Backofen. Eingestellt hatte ich schon alles. Wir haben wieder Umluft. Und etwa 180 Grad. Die ganzen zwei sind da unten schon drin. Ich habe 10 Minuten etwa eingestellt. Die lassen wir auch drin. Ab und zu mal kontrollieren, wie oben drüber der Käse aussieht. Und dann sind wir auch schon fertig. Also 10 Minuten 180 Grad gucken und dann natürlich den Käse so bräunen, wie ihr ihn am liebsten mögt. Und hier haben wir das Endergebnis nach nur 10 Minuten im Backofen. Haben wir einen köstlichen Hacknudelauflauf. Ich wünsche euch einen guten Appetit und ich hoffe, es schmeckt euch genauso gut wie mir. Und da ist er auch schon, unser fertiger Hacknudelauflauf. Schön knusprig überbacken. Das Ganze innerhalb von 25 bis 30 Minuten. Je nachdem, wie schnell ihr halt seid und gut vorbereitet ihr seid, schafft es mit Sicherheit auch in 25 Minuten wie ich. Sowas kann man jeden Abend schnell mal, wenn man nach Hause kommt, nach dem Arbeiten mal zubereiten. Ist kein Hexenwerk, schmeckt köstlich. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen und oder wenn ihr es nachgekocht habt, mir gerne auch ein Feedback geben. Ich wünsche auf jeden Fall euch einen unglaublich guten Appetit mit dem Ganzen. Bis zum nächsten Mal.